So, Freunde, heute geht es um Liebe, Macht, Freundschaft, Ruhm, Geld und all die ganzen anderen Sachen, die rein gar nichts damit zu tun haben. Wenn du also wissen möchtest, warum Sony Black 2 schon wieder verschoben wird und wer vielleicht das neue Signing bei EGJ sein wird, dann bleib auf jeden Fall dran und wenn nicht, dann... Piss dich, Aldo! Ja, Freunde, Bushido hat gestern Abend via Instagram-Video verkündet, dass der Gerichtsprozess länger gehen soll als erwartet. Bis September 21 soll er laufen. Deshalb soll auch Sony Black 2 noch nicht ausgekoppelt werden, weil es nämlich sein kann, dass die Promophase kommt. Ein bisschen Name-Dropping und schon kann die ein oder andere Frage in seine Richtung kommen. Er hat einfach keinen Bock auf unangenehme Fragen oder etwas, das ihm negativ ausgelegt werden kann während der Gerichtsverhandlung. Es kann aber sein, dass wenn der Prozess sich noch einmal verschieben sollte, dass Bushido dann sagt, hey, ist egal, jetzt warte ich nicht länger, das ist mein Job, ich ziehe das jetzt durch und dann wird das eben trotzdem vermischt und dann kriegen wir vielleicht doch noch dieses Jahr Sony Black 2 zu hören. Aber Freunde, Highlight des gestrigen Videos war die Tatsache, dass ein neues EGJ-Signing von Donnerstag auf Freitag seinen Track auskoppeln wird. Und jetzt kommt die Frage. Freunde, was denkt ihr, wer könnte es sein? Ich könnte mir vorstellen, dass Bushido jetzt sagt, hey, ich baue jetzt mein altes Umfeld wieder auf. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und vielleicht nimmt er den einen oder anderen Künstler, der vielleicht uncool ist mit Flair, mit Manuelsen, mit Roos, mit Mois. Wer könnte da in Frage kommen? Oder er nimmt jemanden, der im Moment ziemlich underrated ist, lyrisch aber stark, um eben bei dem einen oder anderen Album zu helfen. Ich könnte mir vorstellen, Silla. Absolut zerstört die letzten Jahre, leider total underrated, ziemlich untergegangen. Vielleicht Echo, ich meine Echo hat mit die besten Texte für ihn geschrieben. Oder vielleicht Debo, ich meine Debo hat ihn lange bei seiner Karriere begleitet, ist auch ein Urgestein im Deutschrap. Oder vielleicht Metrix, ich meine das mit der Zusammenarbeit hat damals irgendwie nicht funktioniert. Das Treffen war auch irgendwie so ein bisschen cringe, seine Mama als Managerin dabei gewesen bei dem Gespräch. Aber wer weiß, vielleicht haben die beiden sich auch wieder gefunden. Oder vielleicht Chakusa, stellt euch mal vor, Chakusa wäre wieder an Bord. Das alte Team von damals, lyrisch richtig stark, leider auch ziemlich underrated, aber könnte vielleicht auch bei dem einen oder anderen Text helfen. Oder mein Geheimfavorit im Moment ist irgendwie Samra. Ich weiß, Freunde, ziemlich abwegig. Er hat eigentlich seinen eigenen Hype, aber er ist gerade weg bei Kapi. Das Management ist auf Null. Er hat sich auch von seinem Management verabschiedet. Das heißt, er ist gerade führerlos unterwegs. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir die ein oder andere Überraschung. Und Samruschka ist wieder mit am Start und nimmt ein paar Leitplanken mit 300 Klamotten auf Autobahn. Ihr wisst schon, Freunde. Also, Freunde, was denkt ihr? Wer wird das nächste EGJ-Signing? K1. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auf gar keinen Fall wieder. Und wünsche euch alles Gute. Da war ich die Pizza. Ciao.